Herzlich willkommen zum Stadtfest 2021. Ich habe mich heute früh testen lassen. Jetzt darf ich auf den Rummel und Spaß haben mit allen anderen. Sonntag 18 Uhr, 8igang.com, da könnt ihr diese Kleidung erwerben. Bitte film nochmal auf die Hose, bra. Ich werde dann beim Kong sein, wir sind live und genießen Moe. Ich war 30 Tage lang alkoholabstinent. Ich war trocken und habe einen Monat meines Lebens vergeudet. Das hier ist das erste Bier seit 30 Tagen, sogar gekühlt aus dem Kühlschrank. Zum Beweis ist kondensiert hier Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft. Glaubst du, dass es wirklich kalt ist? Ich brauche mich nicht testen lassen, denn ich bin der Test. Es ist halt wie in der goldene Handschuh, wo der Fritz Honka zum ersten Mal wieder ein Schlückchen nimmt. Und dann wird er wieder zum anderen Menschen. Die Transformation zum versoffenen Arschloch beginnt jetzt. Auf zum Stadtfest. Heute wird natürlich auch ein sehr fandreicher Tag. Wir werden natürlich noch rausfinden müssen, ob man auf das Stadtfest dann Dosen oder Flaschen oder gar nichts mitnehmen darf. Soweit ich weiß, Flaschen nehmen. Ja, wir sind aber drei Flaschen, also können wir schon mal nie rein. Mein Humor ist viel zu kaputt, um darüber zu lachen. So, Leute, also wer den absoluten End-Suff-Rausch will, auf jeden Fall den Vlog von diesem Mann hier anschauen. Ja, das wird bestimmt ein frühes Ende, aber ein Suff. Ich hoffe, der Mann redet nicht von dem Vlog, sondern von seinem Dasein. Jetzt probiere ich das erstmal aus. Also vielen erstmal Daumen für den Mann, der mir das geschickt hat. Also ich vermute mal stark, dass es ein Mann war. Wenn es eine non-binäre Person war, dann danke ich ebenfalls. Boah, ist das ekelhaft. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber da kommt einfach nur Schaum durch. Also das ist kein Bier, das ist einfach nur Schaum. Und das ist mit so ziemlich der widerwärtigste Genuss, den ich jemals hatte in meinem Leben. Ich übergebe jetzt an den Mann neben mir. Danke. Ja, es kommt halt einfach keine Freude und Stimmung und Lebensfreude auf, bis wir nicht auf dem Rummel waren. Die Fahrgeschäfte sind das Einzige, was unsere Herzen zum Schlagen bringt. Der Sergeant ist am Start. Darf ich dir die aus der Hand boxen? Nein. Darf ich dir ins Maul boxen? Darf ich dich umbringen? Bitte keine Gewalt, wenn die Sonne noch scheint, Bruder. Statement zum Abend? Bereust du es jetzt schon hier zu sein? Ja. Warum? Alkoholfrei for life. Deswegen. Bist du sein Sozial... Der Typ, der... Ich bin der Sozialarbeiter für euch alle, ja. Sozialarbeiter? Mhm. Betreuer. Du machst eher einen pädagogischen Eindruck mit dieser Kopfbedeckung. Pädagogisch? Ja. Deine Bezahlung ist übrigens in meinem Beutel. Hier ja, Pfand, du Sauer. Diese wunderschöne Stadt. Ich liebe diese Stadt. Und ihr solltet sie auch alle lieben. Mensch, Kölks, du hättest bei deinen Schnaps und deinen Met und dein... Das gute Leben. Pfand vergessen. Diese Sau. Met? Sieht aus wie Met, oder? Das ist Jamals Kinderschokoladenlikör, Bruder. Ach so! Der wird am Glockenspiel verkostet. Wild, ich hoffe, von was kleinen Kindern. Was? Wie bitte? Ich hoffe, der wird von kleinen Kindern verköstigt. Ich hoffe nicht. Was ist denn eigentlich dein Highlight für das Stadtfest heute? Dass mich nach rumlaufen. Wenn ich endlich alle von euch nach Hause gebracht habe. Es gibt jetzt hier dauerhaft eine Überdachung. Über den Filmnächten am Elbufer, das heißt, auch wenn es hier regnet, haben wir einen Ort, wo man sich zuschütten kann. Das ist einfach nur schön. Also, das war bisher immer einfach unter freiem Himmel. Und ja, hier ist eine Disco und die Mucke ballert. Das ist geil, Alter. Guckt euch diese wunderschöne Stadt an. Jeder, der das sieht, sollte nach Dresden ziehen. Jeder. Einfach jeder. Ich muss diese Stelle komplett übertönen, weil im Hintergrund unfassbares Drecksgeschwätz abgelassen wurde, was nicht
im geringsten Maße salonfähig ist. Genießt einfach die Tatsache, dass das Hartschen hier Pfand einsteckt. So, servus, Bitte mal eine einzige Minute Ruhe, bitte. Ja, ist doch ruhig. Nee, ja, das... Jetzt kommt das. Junge. Ja, ist eine perfekte Melodie für Gamels Schokoladenschnaps. Oder was auch immer. Der wird zum ersten Mal jetzt verkostet. Kinderschokoladen. Likör. Likör. So. So. Es wird jetzt getrunken. Von Max. Also mit diesem Brockenfilm. Was ist das? Na, wir haben, ich habe das nicht genug geschüttelt, das ist aber egal, das schmeckt auch gar nicht mal schlecht. Alter! Das sieht aus wie Gamels Zahn. Junge, das schmeckt übelst geil. Ja, glaube ich dir nicht. Gut, wenn du die Brötchen nicht so schlimm findest. Ich hasse Lügner, denn ich kenne Lügner. Nein, das schmeckt richtig gut. Nee, ich erkenne Lügen, denn ich kenne Lügner. Bitte kosten, ohne reinzuspucken, Brie. Oh nee, das ist ekelhaft. Nee, das schmeckt wirklich gut. Ist hier irgendwas von Gamel dran? Nein, der hat sich mehrmals die Hände gewaschen. Boah, voll Teufel, Alter. Du, ich glaube es mir, das genieß es. Was ist denn, wenn hier irgendwas von Gamel drin ist, irgendein Körperextrakt, da würde ich mich gerne... nee, das kann ich ja nicht sagen auf den Kanal. Der Kanal wird von vielen Augen beobachtet. Du kannst mir jetzt echt nicht sagen, dass es nicht schmeckt. Okay, ja, das schmeckt. Nee, das... Ich bin extrem angewidert von Gamel, von seinem Leben, von seiner Person. Aber genau deswegen liebe ich halt Gamel, denn ich kann nur Menschen lieben, die mich extrem anwidern. Deswegen liebst du mich auch. So, jetzt gibt's Put und Ei. Mit feinstem Rotkäppchen halb trocken. Was hältst du von dieser Zusammenstellung? Ich distanziere mich ausdrücklich von Rotkäppchen. Anderes in Ordnung. Was? Es filmt's! Es zeichnet auf! Henry, sieht man den Trödelmarkt im... Trödelmarkt, du ja. Du weißt schon hier. Da ist ein langer Strahl, ein Stab. Ein leuchtender, glühender Stab. Feinster Sekt, Alter, den schütte ich in meine Tür. Nee, in die andere Richtung, bitte. Yeah, yeah, yeah. Yeah! Oh, Junge! Du Wichser. Oh, ja. Yeah. Oh, das schmeckt gut. Da hinten ist der Rummel, da gehen wir jetzt hin. Und wir haben eine Menge Spaß. Wir haben eine Menge Depressionen. Was haben wir? Depression und Spaß sind so ziemlich dasselbe. Wir haben richtig viel Spaß. Ja, wir haben richtig viel Depression. Spaß. Depression. Spaß. Ich habe gerade das erste Mal das Gefühl, dass wir auf dem Stadtfest sind, weil wir auch, glaube ich, das erste Mal jetzt in der Nähe des Stadtfestes sind. Aber wir hatten schon eine ganze Menge Spaß. Das war eine Schnapsidee! Oh Junge! Oh, oh. Oh Junge! Der Enrico verspeist einen Langosch! Was ist denn bis jetzt dein Lieblingsfahrgeschäft hier, Bruder? Ich bin noch kein einziges gefahren. Warum ne? Ich möchte hier Geld verdienen, nicht ausgeben. Das Gute im Osten ist, hier kann man, wenn man genug gewonnen hat, dafür sowas hier gewinnen. Ich weiß, das gibt's im Westen nicht. Und das ist echt ein Grund, neidisch zu sein. Weil im Osten kann man am Schießstand feinsten Luft gewinnen. Beste Leben. Martin Gutenberg im besten Osten, wenn ich mal schießen kann. Wow!
Ja. Ne? Ich bin gefährdet, ich bin gefährdet. Was geht jetzt los hier? Hey, 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 hey. Hey! Ja! Ja! Hey, ja! Ho, let's go! Alter! Oh, Junge! Oh Gott, Alter! Heilige, mein Magen dreht sich um! Mein Magen! Mein Mageninhalt! Die jungen Männer hier sind sehr vorbildlich, die haben 3 Liter Wodka mit. Da kann ich echt nur sagen. Statement zu 3 Liter Wodka. Absolute. Ein Lichtermeer, ein Meer aus Lichtern. Ich möchte mehr Brühe trichtern. An dieser Stelle Grüße vom Edenvieh. Ich bin Sergeant und ich grüße dich zurück. Der andere ist mir schon wieder viel zu betrunken. Aber aufzuwackeln. Ich höre nicht auf zu wackeln. Hoffentlich fallen wir hin, tot. Hey, hör mal auf. Nee, höre ich nie. Du bringst es um. Hey, nee, Flöte bitte. Flöte. Flöte. Ah! Jetzt hör auf, die haben die Polizei rum. Geil. So. Ich wünsche dir einen schönen Feierabend, Bre. Ich liebe dich. Ja, warte mal. So, das sind die Böller. Junge Henry, bitte keine Böller. Nein, Alkohol, Alter. Alter, so lange nicht gesehen. Bitte ein ausführliches Statement zum Stadtfest. Ja, das Stadtfest findet statt, wie es ja schon im Namen drin ist. Und wir gehen jetzt kurz vor knapp noch in den Rewe, um vielleicht ein paar Getränke zu holen, damit der Schänder noch zum Schänder wird. Liebe dich. Na, Enrico, wie geht's? Enrico! Meldet euch. Ja, okay, der Mann ist tot. Na, wie geht's dir? Ja, ich fühle mich irgendwie ziemlich. Ich bin gerade irgendwie nicht der Hellste. Aber. Junge, Alter, das legt mein gesamtes Denkvermögen nicht, diese verschissene Lampe. Oh, Alter. Und ich wette, sobald ich nach vorne gucke, wirst du mir sowas von in die Augen blenden, wirklich. Also. Die geht nicht mehr an. Ah! Jetzt Junge. Endlich. Oh, Entschuldigung. Dieser Bre hat zu viel Braunes, genau wie die Stadt Dresden, deswegen entleert er sich. Das im Hintergrund ist übrigens ein Special Effekt. Oh ja. Vielen Mastarm, Bre. Ja. Statement zum Abend? Ja, mich schön. Mit Spaß. Statement? Warte mal, der Feldmann hat eine McDonalds-Tüte. Ist der Burger noch gut? Ich weiß nicht. Weißt du, machen wir hier rein? Die böse Wichte!